Was ist denn heute dran? Natürliche Medizin in der Gefangenschaft. Großartig! Langweilig. Ich mache erst mal ein Nickerchen. Mr. Falk, Sie haben uns ein paar sehr interessante Dinge mitgebracht. So ist es, Miss Betty. Das hier sind Verdauungskräuter. Das sind Lachkräuter. Das sind Duftkräuter. Das hier Schlafkräuter. Und zu guter Letzt noch die... Moment. Das ist ein Narkoleptikum, ja? Das ist was für kleine Hexen. Was denn, ein Schlafkraut? Na, da werde ich doch gleich hellwach. Ach, das erinnert mich an das Märchen von Dornröschen. Ich habe einen Plan. Das ist ja nichts Neues, Joe. Wir benutzen dieses Einschlafkraut der Indianer, um unsere Wachen einschlafen zu lassen. Wir müssen uns nur davonschleichen, während die Wachen narkotisiert sind. Ich kapier's nicht. Ich auch nicht. Wir lassen alle hier einschlafen und machen eine Fliege. Zuerst mal brauchen wir Gasmasken für uns. Clever, was? Also, ich weiß nicht. Wir werden sehen. Das ist genial. Aber ich weiß nicht, wozu das gut ist. Auf die Plätze! Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich fühle mich heute irgendwie befeuert. Hey, Kumpel, los, komm! Spiel ein bisschen mit mir! Wow! Das war ein Strike! Kumpels! Hey, Jungs! Hey! Oh. Hey! Los! Los, ich bin... Nicht schlecht, oder? Wartet! Ich kann das noch viel besser! Der Schlüssel! Wer hat den Schlüssel? Ich nicht! Ich auch nicht! Ich auch nicht! Aufgepasst! Hey, passt mal auf. Lustig, was? Seht euch Rantanplan an. Ich glaube, er versucht uns was zu sagen. Weißt du, wo der Schlüssel ist? Der Schlüssel ist, der Schlüssel. Der Schlüssel ist. Hör auf, rumzurechnen. Kumpels. Averill, das nächste Mal behältst du deine Gedanken für dich. Los, suchen wir den Schlüssel. Hier ist er nicht. Hier auch nicht. Wo haben Sie ihn versteckt? Hast du ihn gefunden, Joe? Nö. Hey, das sieht lecker aus. Averill, nein! So eine Matschbirne. Tja, wir müssen ihn durchsuchen. Wer macht's freiwillig? Vielleicht sollten wir im Büro vom Direktor suchen. Hä? Wo ist dieser dämliche Schlüssel? Ich darf nicht sagen, dass der Schlüssel in der Truhe im Aquarium ist. Ich darf's nicht sagen. Hey,
Kumpels! Wollt ihr mit mir spielen? Lass uns in Ruhe, Peter! Aha! Riecht ihr den süßen Duft der Freiheit? Hey, wirf den Ball! Pfötchen! Darf ich dir Pfötchen geben? Oder dir? Wie sind denn die Fußballergebnisse? Oh nein, die Boston-Kojoten haben gegen die Minnesota-Schakale gewonnen. Schon wieder. Also, ihr seht nicht gesund aus. Ich glaube, fabelhafter Falke hat seine Naturprodukte den Milchgesichtern verschachert. Bringen wir sie wieder zurück. Hey, Kumpels, komm zurück! Puh. Mann, ich hab heute vielleicht Feuer unterm Hintern. Was macht der Hund denn da? Er macht Pipi, das sieht man doch. Kann denn niemand diesen Köter rausschaffen? Also, das steht nicht in unserem Vertrag drin. Hygiene ist äußerst wichtig. Haben Sie eine Idee, Betty? Natürlich! Rantanplan könnte mit den Gefangenen draußen spazieren gehen. Die Gesellschaft von Tieren kann für das psychologische Gleichgewicht der Gefangenen wichtig sein. Ja, das ist wahr. Ich habe eine Kakerlake gefangen und fühle mich psychologisch schon viel ausgeglichener, ohne Verantwortung. Dann suchen Sie ein paar Gefangenen, die mit dem Hund draußen Gassi gehen, ohne dass sie sich aus dem Staub machen. Und die Laterne hier muss verschwinden. Hey, mein Laternenpfahl. Jetzt muss ich es mir verkneifen, bis ein neuer gewachsen ist. Ich habe eine Idee. Was sag ich? Das ist ein teuflischer Plan. Ach, wollen wir abhauen? Schrei doch noch lauter, damit alle Bescheid wissen. Also, wir machen jetzt ein paar kleine Tests, um eure Fähigkeiten als Hundetrainer zu überprüfen. Ich verstehe nur Bahnhof. Fangen wir mit Stöckchenwerfen an. Ever? Wirf irgendwas. Mal sehen, ob er es zurückbringt. Rand am Plan. Hol den Ball. Was für ein Talent. Der ist ein Genie. Machen wir mit Pfötchen geben weiter. Gib mir Pfötchen, zu, Papa. Pfötchen, gib Pfötchen. Jetzt mach schon. Oh, jetzt fällt's mir wieder ein. Niemals zwei Pfötchen zur selben Zeit geben. Jetzt wollen wir doch mal sehen, wie gut ihr einen Hund kontrollieren könnt. Ich hab die Bestie in mir bezwungen, also ist ein Hund ein Kinderspiel für mich. Zu eins, dass er es nicht länger als eine Minute schafft. Wette gilt. Und 30. Schneller Zaster. Und jetzt der Stimmbefehlstest. Ihr müsst Rantanplan dirigieren und zwar nur mit eurer Stimme. Lala, das wird schwierig. Los, können wir endlich weitermachen? Ich muss so dringend, ich mach mir gleich ins Fell. Rantanplan, hoch mit dir, lauf! Er will mir was sagen, aber was? Jetzt komm schon, stell dich nicht so an, beweg dich. Vielleicht gibt's was Neues über meinen Laternenpfahl. Hör mal, wenn du in China wärst, dann würdest du dir mehr Mühe geben. Die machen da Würstchen aus dir und packen dich zwischen zwei halbe Brötchen. Also komm schon, komm, beweg dich. Los, Hundi, Hundi. Ich weiß, er will, dass ich auf seinen Arm springe.
Wie sieht's aus? Zählt das auch ohne Hund? Das war wirklich ganz außergewöhnlich. Morgen geben wir den Namen desjenigen bekannt, der Rantanplan draußen Gassi führen darf. Wir haben garantiert nicht bestanden. Wir müssen diese Liste fälschen. Aber mein Laternenfall, mein Laternenfall. Wir haben das Ergebnis ausgewertet. Am besten geeignet fürs Gassigehen sind... Also am besten geeignet zum Gassigehen sind... die Torten? Tja, wer hätte das gedacht? Aber was feststeht, das steht fest. Unglaublich, es hat geklappt! Es hat geklappt! Das ist total abgefahren! Wir sind frei! Wir sind frei! Was habt ihr auf unserem Territorium zu suchen, Bleichgesicht mit dem gestreiften Shirt und einem Wachstumsproblem? Was eine Erleichterung. Ist das euer Hund? Ein Hund? Was für ein Hund? Ja, wir haben nämlich den Test gewonnen. Öffnet das Tor! Da draußen sind uns zu viele Rothäute. Das ist uns viel zu gefährlich. Vergessen wir das draußen Gassi gehen. Effektivität ist wichtiger. Ich schlage vor, wir machen alles wieder so wie gehabt. Her mit diesem roten Ding. Rantanplan! Rantanplan! Ja, was denn? Man muss mit der Zeit gehen. Wir sind frei! Na, wer ist der König der Ausbrecher? Das war der erste gelungene Versuch. Halt die Klappe, du Idiot! Wenn du mal was anderes lesen würdest als Comics, würdest du es verstehen. Ja, richtig. Ich fliehe mit meinem Comic. Deine Fluchtpläne funktionieren ja sowieso nie. Oh, haltet mich auf, bevor ich ihn massakriere! Siehst du, hab ich doch gesagt. Klappe und lauf, Avery! Das ist ja ein Außerirdischer! In Frieden nicht kommen, ich durch das Weltall gereist sein. Wieso spricht denn der so komisch? Wow! Auf eine spezielle Mission ich wurde geschickt. Diesen Planeten studieren ich muss. Alles klar, und verschwinden wir jetzt müssen. Es gibt Reispudding zum Frühstück. Wirklich? Wunderbar! Das ist also euer Komplize. Ihr werdet von Mal zu Mal besser. Aber wir kennen ihn gar nicht. Er ist ein Außerirdischer. Ja, das ist unser Komplize. Er ist ein guter Kumpel von mir. Schön, dann kommt ihr in dieselbe Zelle. Ist ja merkwürdig. Dieser Mann erinnert mich an jemanden. Dalton. Joe Dalton. Und du? Ratschni Krudel, die Kopf, Rutschni Buddy.
Wir nennen dich George, das ist einfacher zu merken. So, und was führt dich hierher? Mission, ich geschickt wurde. Vergiss mal deine Mission. Ich habe eine bessere Idee. Ein Abenteuer, ein echtes Abenteuer. Wie viele Plätze hast du in deinem Raum schon frei? In Frieden, ich komme. Ich durch das Weltall gereist sein. Der geht mir langsam auf die Nerven, wenn er immer dasselbe quatscht. Ich will nur dein Fluchtfahrzeug, kapische? Sollten wir nicht erst fragen, wie das Ding funktioniert, Joe? So, das war's. Ich mache eine kleine Führung und dann heben wir ab. Das ist die Spülung. Das Bett. Das Fenster. Tür. Wand. Und das ist eine Laune der Natur. Danke fürs Kompliment. Sehr nett von dir, kleines Zebra. Das Mädchen. Ich bin sicher, ich habe das Gesicht schon mal irgendwo gesehen. Okay, das war alles. Können wir gehen? Ein Problem es noch gibt. Ein Problem? Was für ein Problem? Gummibandmaschine kaputt gegangen sein. Averill, schlüpper her. Echtes Abenteuer beginnen kann. Ja, aber unseren Plan wird etwas ändern. Weiß jemand, wie man das Ding fliegt? Das ist echt lustig, George. Wir hätten dich beinahe vergessen. Sag mal, wie fliegt man dein Flugdingens eigentlich? Den Zerebralempfängerhelm du tragen musst, denken du musst, dann das Raumschiff du fliegen wirst. Der Zerebralempfängerhelm, das hier ist, so du ihn aufsetzen musst. Ja, na, das ist doch ein Kinderspiel. Oh, meine Hand ist schon wieder ausgerutscht. Tut mir leid. Los, denk nach. Es funktioniert. Es funktioniert. Superhirn nein, Langfinger nein, Georgie auch nicht, Feuermax. Ich wusste es. Der verrückte Roswell. Ein Verrückter, der aus der Anstalt geflohen ist. Er baut verrückte Maschinen und glaubt, er kann sie mit Hilfe seiner Gedanken fliegen lassen. 12 Insassen sind mit seinen Prototypen umgekommen. Er gehört in die Irrenanstalt. Wir müssen ihn zurückbringen, bevor hier was in die Luft fliegt. Zu spät! Ah, nein! Die Totens fliehen! Alarmstufe Rot! Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter! Wir haben ihn im Spind gefunden. In Frieden, ich komme. Durchs Weltall gereist ich sein. Hör auf rumzulabern, verrückter Roswell. Du bist aufgeflogen. Wenn du ein Alien bist, dann bin ich ein Balletttänzer. In Frieden, ich komme. Durchs Weltall gereist ich sein. Tja, er muss uns helfen, die Daltons zurückzubringen. Wir fliegen zurück! Jungs, ich brauche hier mal eure Hilfe! Denkt, denkt intensiv! Los! Intensiver! Ihr Hirne sind besser als drei. Averill, bitte denk nie wieder. Nie wieder. Hast du verstanden? Nach meinen Berechnungen müssten wir das andere Ende des Tunnels bald sehen. Hallo! Hallo, hier ist Averill Dalton. Wer spricht denn da? Her damit, du Idiot! Also, wer sind Sie? Es hat geklappt, Joe! Ich wusste es! Was ist denn das für ein Geräusch? Sprich lauter! Die Verbindung ist ziemlich schlecht! Oh, oh! Ah!
Tja, ein Flugloch. So viel Pech habe ich noch nie gehabt. Erst ist der Draht gebrochen, dann hatte das Pferd Zahnschmerzen und wir wurden von Indianern angegriffen. Luke Pechvogel, nett Sie kennenzulernen. Autsch. Er hat alles beim Pokern verloren und wurde beim Fassklauen erwischt. Ein ganzes Fass voller Termiten. Das ist wirklich eine Menge Pech. Wir haben Glück. Der Tunnel ist noch da. Na dann nichts wie weg. Alle Gefangenen in den Gefängnishof. Wir kommen gleich. Liebe Gefangene, begrüßt unsere neuen Insassen. Hier ist... Wir gehen ihm aus dem Weg, bis wir hier weg sind. Nicht, dass er uns noch Pech bringt. Ein Monat ist nicht lang. Genau, du bist hier schneller wieder draußen, als du ein Loch graben kannst. Oh. Avril, nimm mir die Kette und die Kugel für ihn ab. Nichts wie weg. Hast du den Verstand verloren? Ja, ich hab die Kugel gegen ihn eingetauscht. Ach, ich fass es nicht. Wir müssen vor diesem wandelnden Freitag den 13. flüchten, Männer. Die gestreifte Hundeinvasion aus einem Loch. Das ist ja verrückt. Was ist denn da los? Ich werde mal lieber nachsehen. Wo gehen wir hin, Joe? Nach Holgeist, so wie immer. Ja! Na sowas, ein Hundejubler während eines Wettlaufs? Aua. Was denn? Nichts gebrochen, was für ein Glück. Das ist nur Treibsand, Männer. Jetzt guckt euch diesen Blödmann an. Versinkt im Treibsand. Der Treibsand war nicht das Schlimmste. Die Skorpione sind schlimmer. Ich warne euch. Mein Horoskop sagt mir ziemlich gefährliche Aktivitäten voraus. Was du nicht sagst. Arbeit. Ein unerwarteter Profit wartet auf dich. Es winkt Geld. Puh, Horoskope. So ein Quatsch. Die jagen alle hinter dem einen Hund her. Na, der muss ja berühmt sein. Und was jetzt? Klappe halten, rühr dich nicht. Wir müssen dringend reden. Ameisen! Oh nein! Nicht so schnell! Was soll's? Immerhin hagelt es nicht. Vergesst es. Schnell da drunter! Diesmal hatten wir aber Glück. Ja! Ich halt's nicht mehr aus! Wir müssen irgendwie diese blöde Kette zerreißen! Ist ja wirklich echt komisch. Normalerweise passiert mir sowas immer. Naja. Oh Mann,
Ich habe ja wirklich so ein Riesenglück, dass es sie gibt, Mr. Joe. Joe, pass auf die Kette! Oh, nee, bitte nicht. Nein! Ich bin frei! Ich habe eine Goldmine gefunden. Yippie, na das ist ja ein Glück. Na schön, Planänderung. Er kommt hoch und wir gehen runter. Das Gold gehört uns. Alles, was hier klopft, sind die Steine im Gefängnis. Das Erdbeben hat auch das Gefängnisgebäude zerstört. Ihr habt also eine Menge Arbeit vor euch. Danke für Ihre Spende. Das ist wirklich außerordentlich großzügig von Ihnen. Das ist doch das Mindeste. Dank Ihres Gefängnisses ist meine Pechsträhne endlich zu Ende. Schauen Sie gerne mal vorbei. Hopp, hopp, Daltons. Oh, mein Post! Oh. Ja. Nicht schon wieder. Immer fällt es auf die falsche Seite. So ein Mist. Dann hast du jetzt wohl die Pechsträhne.